Aber niemals wird religiöse Indifferenz so deutlich, wie wenn jemand vom Blitz getroffen wird. Entscheidend für die kollektive Einschätzung seitens der Gläubigen ist hier vor allem die Häufigkeit der Blitztreffer. Wird jemand nur einmal vom Blitz getroffen und getötet, dann sagen die abergläubischen Leute: Ja, ja, der Zorn des Herrn hat ihn ereilt. Das war die Strafe für seine Sünden. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Dann gibt es aber die seltenen Fälle, in denen Leute dreimal vom Blitz getroffen werden und das überleben. Nun ändert sich die Attitüde der Abergläubischen radikal. Typen, die mindestens drei überlebte Blitztreffer aufweisen können, gelten plötzlich nicht mehr als Sünder, sondern als Glückspilze. Darum rollen sie auch in diesem Moment die Würfel in Caesars Palace und reiten sieben verschiedene Sportwetten.